Willkommen zurück zu Edward Apes Exodus. Nur ein Idiot oder ein Mörder würde an diesem Hebel ziehen. Ich weiß nicht, was davon ich bin. Wir haben zwei getötet, aber wir haben dafür den Aufzug. Yay! Na gut, Leute. Ich habe natürlich vorher gespeichert. Sonst würde meine 100% Challenge ja nicht klappen. Hey, ich habe freundlich Hallo gesagt. Warum? Was soll das? Ist das etwa die Begrüßung in diesem Land? Sehr unfreundlich, liebe Leute. Natürlich müssen wir die vorher weglocken. Bevor wir an dem Hebel ziehen, um den Aufzug zu holen. Die blinden Versager da. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Okay. Das war irgendwie verwirrend, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Was war denn da unten? Das ist auf jeden Fall der Brunnen, der zu dem Hebel führt. Ach ja. Wenn wir an diesem Ring ziehen, geht die Knochenmühle los. Wir wollen natürlich unseren Mutaken nicht in Gefahr bringen. So, und jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Lied kommt und Action! Beide freuen sehr schnell. Ach, genial. Oh Mann. Das ist mir ein Kumpel, hey. Das ist der sympathischste bislang. Wo können wir den denn retten? Hier? Nirgends. Komm mal mit. So, bist du blind? Oh, der ist blind, ja. Sorry, wusste ich doch nicht. Du hast ja keine Armbinde an, keine gelbe mit schwarzen Punkten. Mal gucken, wo denn der Vogelkreis war. Hier nämlich auch nicht. Moment. Nicht, dass die irgendwo... Hä? Ach so. Die drei warten mal da oben. Ich muss jetzt erstmal in den Brunnen springen, um den Aufzug zu holen mittels Hebel. Habe ich schon mal erwähnt, das Ganze. Dann geht's weiter. 7 Stück gibt's hier. Bitte auch alle retten. Danke. Beenden Sie uns bald wieder. Einen schönen Tag. Brunnen-Action. Hallo. Yay. Komm mal du da hinten. Komm mal du her. Tatsächlich, der fühlt sich angesprochen. Ich will euch alle gleichzeitig haben, komm. Yeah! So, hoffentlich. Es sind alle drei. Die Kumpels. Die müssen da jetzt warten, bis ich wieder hinjumpe. Etwas Geduld an dieser Stelle. Vielleicht nicht verkehrt. So, Stollen 5 sind wir schon. Ja, ja. Geht ganz zügig hier. Geht gut, Alter. Geht gut. Ja, gute Geschäfte. Wolle Rose kaufen. Da seid ihr ja. Meine bleichen Freunde. Wir alle. Jo, jo, mitkommen. Okay. Oh nein. Da wollt ihr doch gar nicht hin. Na, scheiß drauf. Da tun wir die lösen. Also die ausmachen. Unten haben wir den Vogelkreis. Hier sind noch mehr von eurer Sorte. Oh Mann, ey. Nein! Boah. Ich habe keinen Quicksave gemacht, ey. Das sollte ich jetzt mal tun. Mal sehen, wenn der Ring betätigt ist. Ideal. Ideal. Genauso hätte ich mir das vorgestellt. Also, auf zur gemütlichen Mutakenrettung. Aufstand der Laborratten. Du auch noch. Okay. Dann tut's auch. Labert nicht so viel.
Jetzt kommen alle sechs mit. Der da unten auch? Nee, der da unten nicht, bitte. Oh, wie machen wir das denn? Oh. Dann machen wir das ein bisschen vorsichtiger. Der wartet auf den Aufzug. Und du? Alle mal gegen die Wand gerannt, bitte. Komm schon! Regt euch nicht so auf. Bisschen Spaß muss sein. Okay. To the rescue! Okay, alle gerettet. Ihr seht's oben. Auf dem Display 0 Arbeiter verbleiben. Das muss gequicksaved werden. Und zwar schleunigst. Du kannst noch weiter jumpen, liebe Knochenmühle. Ich mache einen Abflug. Wir sehen uns im nächsten Stollen. Wie viel da ist das? 5 oder 6? 5. Jetzt kommt, glaube ich, die Geschichte mit dem, ja, mit dem Laser. Wenn ihr das auch noch von Teil 1 kennt, sobald wir den Laser berühren, schlägt's Alarm und alles ist verloren. So in etwa ist es wieder der Fall. Es gibt keinen Weg zurück. Oh nein. Okay, da war nur der eine Sleek. Da sind wir echt oft reingelaufen. Wenn wir stillstehen, passiert uns dann nichts. Na komm schon. Jawohl, ja. Scheiße. Und der brennt selber rein. Okay, Quicksave. Oh, da kam einer. Dann können wir jetzt hier uns beeilen. Das war sehr schlau, da ein Quicksave zu setzen. Nämlich so schlau wie gar nichts. Das heißt, wir sind mittelmäßig am Arsch. Okay, jetzt mal volle Kanne nach rechts. Rechts da, wo der Daumen links ist. Volle Kanne nach links. Beeil dich, hey. Scheiße, wir können nicht so schnell sein. Und dem davon rennen. Das ist bedauerlich. Das hätte gut gepasst. Wie soll man es sonst anstellen? Lass dir was einfallen. Du hast hier gespeichert. Ich warte, bis er herkommt. Dann, wenn er wieder kommt. Wenn. Dann volle Kanne. Scheiße. Jetzt habe ich da abgespeichert, Leute. Ja, das ist der Nachteil von Safe States oder Quick Save, ne? Je nachdem. Hätte ich sie lieber mal alle schlafen lassen. Wow. Nein, Moment mal. Ach, der ist selbst nach links gerannt. Da müssen wir ihm folgen. Das könnte klappen, ja. Hey, no risk, no fun. Und Jets, Beeilung. Gucken, ob er hier reinläuft. Wenn ja, habe ich ein Problem. Er läuft hier rein. Noch bin ich nicht tot. Oh, da habe ich es gesagt. Da habe ich es gesagt. Ein letztes Mal probiere ich es. Ich glaube, da können wir uns beeilen, oder? Wir haben es eben auch geschafft. Wir brauchen also nicht schleichen. Wenn es nicht geht, dann kann ich den Pfad wieder anfangen, Leute.
Aber ich habe so den Verdacht, dass es geht. Auch wenn ich mich jetzt ziemlich in die Scheiße geritten habe. Ganz genau. Und jetzt, Beeilung, in die Lore rein. Haha, wir haben uns gerettet. Quick save. Boom, 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 boom. Die Minen sind uns scheißegal. Ihr sterbt auch. Und tschüss, Mann. Kawutz, wutz, wutz, wutz. So, und das Ganze magnetisch. Ich weiß gar nicht mehr. Okay. Den Sleek töten, aber nicht Mutterkens. Geile Lache. Ach! Oh, jetzt bin ich so blöd. Kann man nur so blöd sein? Wie steige ich aus? So, der ist jetzt traurig, den werde ich jetzt schlagen. Und dann bringt er sich selbst um. Geht es eigentlich, wenn man sich oft genug mit der Hand gegen Schädel... Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Mit der Hand gegen Schädel kloppen und man ist tot. Natürlich müssen wir uns selbst umbringen. Weil wir gelost haben. Ach, da habe ich nicht dran gedacht. Macht aber nichts. Zum Glück haben wir einen Quicksave intelligent gesetzt. Und zwar genau hier. Mein Gott, da achten wir noch so schön drauf, dass der Sleek getötet wird, aber nicht die Mutagens. Ja, und dann sowas. Naja, gut. Voll unauffällig, ja. Ich bin nur eine Lore, ich warte hier auf dich. So, mal gucken. Ah, mit Viereck steigen wir aus. Meine Freunde, würdet ihr gerne mitkommen? Wir sehen auch sehr blind aus. Die werden schon alle reinfinden. Und wenn nicht, dann springt ihr daneben und seid Moose. Aber hey, er wollte nicht schon mal Moose sein. Ich. Weiter geht's im Text. Und? Oh, sorry. Absicht. Da ist was. Das geht nicht so einfach. Mal schauen. Oh, erst Mine deaktivieren. Fuck you. Der aktiviert auch das Ding. Jawohl. Der Dappeste läuft da rein. Ich bringe dich erstmal in Sicherheit. Du wartest hier. Ich erledige mal meine Arbeit. Hoffentlich waren da keine Mutagens mehr. Hier sind zwei. Daran erinnere ich mich gut. Also ruhig Blut. Hm. Und jetzt mitkommen. Idioten. Aber sie sind blind, sie können nichts dafür. Bitte bringt euch in Sicherheit. Tut es! Scheinbar ist einer nicht blind, oder was? Keine Ahnung. So, kümmern wir uns um die Sleeks. Und jetzt zack er hier. Ganz genau. Und weil es so schön war, lasse ich mich nochmal fallen. Geil, oder? So, da war, glaube ich, ein Vogelkreis. Alles ist gecleant hier. Das heißt, wir holen die drei Spackos. Moment mal, was ist das denn da oben? Ach, da oben ist ja so ein... Da hätten wir die übernehmen können, die Sleeks. Na, egal. Jetzt ist zu spät. Mal sehen, ob sie wirklich blind sind. Ah.
Frage ich mich, warum vorhin der eine... Na gut. Okay. Okay. Und jetzt alle mitkommen. Okay, Leute, weiter geht's im nächsten Part. Also bis dann und ciao.